أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا صلوات. So, unser Thema ist heute wieder die Existenz Gottes, aber diesmal verstärkt auf dem Punkt, was uns dieser Glaube an Gott überhaupt bringt, also was er für Vorteile im Mensch hat und ob der Mensch diesen Glauben überhaupt benötigt. Dafür werden wir anfangen mit dem 22. Wort. Erstes Kapitel, im Buch Worte auf Seite 484. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Diese Verse bedeutet übersetzt ungefähr: Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Allbarmherzigen, Gott stellt für die Menschen Gleichnisse auf, damit sie sich ermahnen lassen sollten. Sure 14, Ayat 25. Und so stellt Gott Gleichnisse für die Menschen auf, damit sie darüber nachdenken sollten. Sure 59, Vers 21. Einst wuschen sich zwei Männer in einem Teich. Da verloren sie wunderbarerweise das Bewusstsein. Als sie ihre Augen wieder öffneten, sahen sie, dass sie in eine sonderbare Welt versetzt worden waren. Es war dies eine Welt, in der Anordnung und Einordnung an ein Königreich, ja eine Burg, ja sogar an ein Schloss denken ließ. Voll Erstaunen blickten sie sich um. Sobald man sie in gewisser Weise betrachtete, schien sie eine riesengroße Welt zu sein. Betrachtete man sie in einer anderen Art, erschien sie ihnen wie ein wohlgeordnetes Königreich. Besahen sie sie in wieder einer anderen Art, glich sie einer vollendet schönen Burg. Und blickten sie abermals in einer anderen Weise auf sie, so kamen sie ihnen wie ein Schloss vor, das eine weitere, außerordentlich prächtige Welt in seinem Inneren beherbergte. Sie wanderten darin umher und betrachteten sie. Sie bemerkten, dass sie von Geschöpfen bewohnt war, die sich auf irgendeine Art miteinander verständigten. Doch verständigten sie deren Sprache nicht. Sie schlossen aber aus ihrem Verhalten, dass sie wichtige Aufgaben wahrnahmen und bedeutende Aufträge erfüllten. So, in den Versen oben wurde gesagt, dass Allah Gleichnis für die Menschen aufstellt, damit sie sich ermahnen lassen oder nachdenken sollen. Das heißt, diese Gleichnisse dienen dazu, dem Menschen bestimmte Wahrheit nahezubringen. Dasselbe nutzt bei dieser Zeit uns ja auch in den Risalen und Gesamtwerk. Also er stellt Gleichnisse auf, um den Menschen einige Wahrheiten nahezubringen. Hier wurde zum Beispiel gleich am Anfang gesagt, einst wuschen sich zwei Männer in einem Teich. Das ist aber so wörtlich nicht anzunehmen. Das heißt, hinter diesem Teich verbirgt sich etwas, das der Mensch durch Nachdenken herausfinden soll. Könnt ihr euch darunter vorstellen, was dieser Teich sozusagen darstellen soll als Gleichnis? Wird ja gesagt, dass die Männer sich in diesem Teich waschen und dann das Bewusstsein verlieren und dann in eine sonderbare Welt versetzt werden. Also was ich mir da aufgeschrieben habe, war, dass dieser Teich sozusagen die Gebärmutter der Mutter eines Menschen darstellt. Dass der Mensch, das zum Beispiel der erste Punkt ist, an dem der Mensch ankommt und dann durch die Geburt in diese sonderbare Welt eingeladen wird sozusagen. Hier wird dir gesagt, dass der Mensch in die sonderbare Welt versetzt wird. Das heißt, nicht auf seinen eigenen Willen, sondern auf den Willen einer anderen Person oder einer anderen Macht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass B.S. hier sagt, und blicken sie abermals in einer anderen Weise auf sie, so kamen sie ihnen wie ein Schloss vor, das eine weitere, außerordentlich prächtige Welt in seinem Inneren beherbergte. Was mir da eingefallen ist, ihr habt bestimmt alle Harry Potter schon mal die Filme, und da in einem Teil... Nicht? In einem Teil, in dem Harry Potter und seine ganze Freunde Quidditch spielen, befinden sich ja diese Zelte neben dem Feld. Und dieses Zelt sieht ja von außen erstmal sehr klein aus. Aber sobald sie erst in das Zelt reingehen, ist es viel größer als das Gebäude, in dem wir hier drin sind. Und das gleiche habe ich mir hier auch gedacht. Und zwar schauen wir uns jetzt zum Beispiel einen Baum an. Der sieht von außen erstmal nur so aus, als bestehe er nur aus Ästen und Früchten und Blättern. Aber die Menschen, die ihren Blickwinkel auf diesen Baum verändern, das heißt die, die in diesen Baum hineingehen und mal schauen, was hinter diesen Ästen und Früchten steckt, die sehen, dass dahinter noch eine viel größere Welt ist. Und diese Welt findet auch nur ihren Sinn, also macht nur einen Sinn, wenn es auch jemanden gibt, der diese Welt in diesen Baum selber gesteckt hat. Denn die Perfektion des Baumes zeigt ja, dass derjenige, der sie gemacht hat, auch diese Perfektion in seiner Kunst beherbergt. So, jetzt haben sich die Männer umgeschaut und jetzt, da sagte der eine der beiden Männer zu seinen Gefährten,
Dies ist eine wunderbare Welt, die sicherlich ihren Verwalter, ein wohlgeordnetes Königreich, das auch einen König, eine vollendet schöne Burg, die auch einen Burgherr, ein kunstvoll erbautes Schloss, das sicherlich auch seinen Baumeister hat. Wir sollten uns darum bemühen, ihn kennenzulernen, denn er war es verständlicherweise, der uns hierher gebracht hat. Wenn wir ihn nicht kennenlernen, wer anders sollte uns dann helfen? Was können wir sonst schon von diesen armen Geschöpfen hier erwarten, deren Sprache wir nicht verstehen und die uns gar nicht beachten? Außerdem wünscht der Herr, der diese riesengroße Welt in der Gestalt eines Königreiches, in der Form einer Burg, nach Art eines Schlosses gemacht und von seinem Anfang bis an sein Ende von wunderbaren Dingen erfüllt hat, es mit allen Arten von Ornamenten verziert und es mit eindruckerweckenden Wunderwerken ausgestattet hat, sicherlich etwas von uns und all denen, die hierher gekommen sind. Wir wollen ihn kennenlernen, zudem wäre es notwendig zu erfahren, was er von uns will. Hier sieht man auch noch einmal, dass diese beiden Männer nicht unbedingt mit ihrem eigenen Willen in diese Welt hineinversetzt wurden. Aber hier sagt der eine der beiden Männer, dass man den Erbauer dieser Welt sozusagen kennenlernen muss. Aber hinter dem Kennenlernen des Erbauers steckt auch die Wahrheit, sich selber kennenzulernen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden in mein Haus einladen würde, würde ich jemanden einladen, den ich gar nicht kenne, der mir fremd ist oder vielleicht der mit mir verfeindet ist? Nein, ich lade nur Leute ein, die ich auch kenne und auch eine gute Beziehung zu ihnen habe. Und wenn dieser Mensch dann zu mir nach Hause kommt, dann richte ich auch alles so ein, wie ich denke, dass es meinem Gast gefallen würde. Wenn mein Gast zum Beispiel jetzt Früchte mag, dann lege ich Früchte auf den Tisch. Wenn er Tee mag, dann bringe ich ihm keinen Kaffee, sondern Tee. Wenn wir uns diese Welt anschauen, dann ist es auch wirklich so, als wäre alles auf uns abgestimmt. Wir schauen uns um. Es gibt Früchte, die entsprechen einfach jedem Geschmack. Es gibt keine einzige Frucht auf der Welt, die nicht gegessen wird. Und es gibt selbst Tiere und Bäume, die den Menschen dienen sozusagen. Zum Beispiel eine Kuh gibt Milch, aber die Kuh selber, die profitiert von der Milch ja gar nicht. Das ist uns alles nicht fremd. Genau, das ist uns alles nicht fremd. Das heißt, alles steht in einer Verbindung zueinander. Das heißt, derjenige, der diese Welt erschaffen hat, der hat auch uns erschaffen und hat auch diese Beziehung zwischen uns angeordnet. Wie eben gesagt, also die Kuh gibt Milch, aber sie profitiert selber nicht davon. Die Biene gibt Honig, aber sie profitiert auch selber nicht davon. Alles dient dem Menschen. Selbst was für einen Grund hätten denn die Bäume gehabt, CO2 in Sauerstoff umzuwandeln? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil die Bäume sowas nicht brauchen. Aber sie dienen auch dem Menschen. Das heißt also, dass derjenige, der diese Welt erschaffen hat, uns ganz genau kennt. Und indem wir ihn und seine Werke kennenlernen, lernen wir uns auch selber kennen. Wissen wir auch, wer wir sind und aus was wir bestehen. Jetzt entgegnet der zweite Mann dem ersten Mann, doch der andere entgegnete ihm: Ich glaube nicht, dass es so einen Herrn, wie du sagst, überhaupt gibt und er diese ganze Welt hier völlig allein regiert. Sein Gefährte gab ihm zur Antwort: Lernen wir ihn nicht kennen und bleiben ihm gegenüber gleichgültig, so ist der Vorteil, den wir dabei haben, gar keiner, der Nachteil, den es haben könnte, jedoch ein gewaltiger. Bemühen wir uns darum, ihn kennenzulernen, ist unser Einsatz nur ein geringer, der Gewinn, den wir erzielen könnten, jedoch ein gewaltiger. Ihm gegenüber gleichgültig zu bleiben, ist also völlig sinnlos. Jener Verblendete erwiderte jedoch: Ich erblicke all meine Ruhe und mein ganzes Wohlergehen gerade darin, gar nicht an ihn zu denken. Außerdem beschäftige ich mich nicht mit Dingen, die mein Verstand nicht erfassen kann. Alle diese Dinge hier sind nur zufällig. Ich verstehe zwar nichts von diesen Dingen, doch läuft hier alles von selbst und geht mich nichts an. Sein verständiger Gefährte meinte aber: Deine Verbohrtheit kann auch mich, ja, sogar noch viele andere ins Unglück stürzen. Es geschieht manchmal, dass wegen eines Menschen Sittenlosigkeit ein ganzes Königreich untergeht. Da gibt es ja zum Beispiel auch das Beispiel, dass ein verfaulter Apfel in einem Apfelkorb auch die ganzen anderen Äpfel verfaulen lässt. Aber hunderte Äpfel schaffen es nicht, einen verfaulten Äpfel wieder gesund zu kriegen. Wiederum wandte jener Verblendete ein: Entweder beweist du mir unwiderleglich, dass dieses riesige Königreich einen einzigen König, einen einzigen Meister hat, oder aber du störst mich nicht länger. Nun machte ihm sein Gefährte folgenden Vorschlag: Da also nun deine Verbohrtheit sich zum Irrsinn steigert, wirst du noch mit deiner Verbohrtheit den Zorn über uns und sogar das ganze Land heraufbeschwören.
So werde ich dir also nun anhand von 12 Beweisen aufzeigen, dass diese Welt, die einem Schloss gleicht, dieses Königreich, das einer Burg gleicht, einen einzigen Meister hat und dass es einzig dieser Meister ist, der alles regiert. Bei ihm gibt es weder Fehler noch Mängel. Dieser Meister, den wir nicht sehen können, sieht uns und alle Dinge, hört alle unsere Worte. Alle seine Taten sind einzigartig und wunderbar. Alle diese Geschöpfe, die wir hier sehen, sind, auch wenn wir ihre Sprache nicht verstehen können, in seinen Dienst gestellt. Jetzt folgen hier erst einmal 12 Beweise, die voller Kraft stecken, die wirklich jedem, aber auch wirklich jedem den Glauben an Gott einflößen würden. Wir wollen jetzt aber, da wir ja den Schwerpunkt darauf gesetzt haben, was uns dieser Glaube an einen Gott überhaupt bringt, an anderen Stellen jetzt weitermachen. Und zwar wurde hier gesagt, dass in dieser sonderbaren Welt Geschöpfe sind, deren Sprache wir nicht verstehen. Das heißt, diese Geschöpfe wollen uns zwar etwas sagen, wollen uns etwas mitteilen, aber wir verstehen sie nicht. Wir merken nur an ihrer Art und Weise, wie sie leben und an dem, was sie tun, dass sie sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen haben. Diesbezüglich also, wieso müssen wir diese Geschöpfe denn verstehen? Also, was bringt uns das, wenn wir sie verstehen? Das erklärt Zeitnutz im 26. Blitz, und zwar in der siebten Hoffnung, auf Seite 452. Und zwar erzählt er dort ein bisschen von einer sozusagen Traumreise, die er gemacht hat in seinem fortgeschrittenen Alter. In einer Zeit am Anbeginn meines Altseins, als sich das Lachen des alten Said in das Weinen des neuen Said umgewandelt hatte, stellten sich die Weltleute, also die Politiker, in Ankara mich noch als den früheren Said vor und luden mich dorthin ein. Ich ging, es war bald Herbstende, da ich einmal die höchste Stelle der mehr als ich alt gewordenen, zerfallenen, abgetragenen Festung von Ankara bestieg. Diese Festung erschien mir als Ereignisse der Geschichte, die sich in Stein verwandelt hatten. Der Herbst, Altsein des Jahres, mein Altsein, das Altsein der Festung, das Altsein der Menschheit, das Altsein des ruhmreichen Osmanischen Reiches und das Ableben der Herrschaft des Kalifats und das Altsein der Welt ließen mich in einem überaus traurigen, niedergeschlagenen und schmerzvollen Zustand von dieser hohen Festung in die Bäche der vergangenen Zeit und auf die Berge der zukünftigen Zeit schauen, und ich schaute. In Ankara verspürte ich inmitten der 4-5-fachen Finsternissen des Altseins, die ineinander eng umschlungen mich umfassten, einen dunkelsten geistigen Zustand. Hier wird jetzt eine kurze Anmerkung gemacht. Damals war dieser geistige Zustand in Form eines Bittgebetes in persischer Sprache in der Abhandlung Liebe, also Hubab, in Ankara erschienen. Einen dunkelsten geistigen Zustand, weshalb ich nach einem Licht, einer Tröstung, einer Hoffnung suchte. Nach rechts, in die vergangene Zeit schaute ich und suchte nach einer Tröstung. Die Vergangenheit erschien mir als ein riesiges Grabmal meines Vaters, meiner Großväter und meiner Gattung und vermittelte mir ein Gefühl der Verlassenheit statt einer Tröstung. Die Zukunft auf meiner linken Seite betrachtete ich, um nach einer Abhilfe zu suchen. Ich sah sie als ein großes und finsteres Grab für mich, für meine Altersgenossen und für die künftigen Generationen. Statt einer Vertrautheit überkam mich Entsetzen. Von rechts und links schaute ich entsetzt auf den gegenwärtigen Tag, in dem ich mich befand. Diesen meinen gottvergessenen und gesichtsbewussten Augen erschien dieser gegenwärtige Tag als ein Sarg, der einen halbtoten und auf der Schlachtbank leidenden Körper, quasi meinen Leichnam, trug. Als ich dann auch in dieser Hinsicht verzweifelt war, hob ich meinen Kopf und betrachtete die Krone meines Lebensbaumes. Ich sah, dass dieser Baum nur eine einzige Frucht hatte. Diese Frucht war mein Leichnam. Er hing oben am Baum und schaute mich an. Auch von diesem Anblick war ich entsetzt und senkte meinen Kopf. Ich betrachtete den unteren Teil, die Wurzel des Lebensbaumes. Ich sah, dass die Erde dort unten wie eine Mischung aus der Erde, zu der meine Knochen geworden waren, und der Erde, aus der sie ursprünglich erschaffen worden waren, quasi mit Füßen getreten wurden. Das war also auch kein Heilmittel, sondern fügte zu meinem Schmerz nur noch einen weiteren Schmerz hinzu. Blieb einzig noch der Blick nach hinten. Ich sah, die Welt, die keine feste Grundlage hat und vergänglich ist, rollt in den Bächen der Nichtigkeiten und in dem Dunkel des Nichts immer weiter.
Wo ich doch für meinen Schmerz nach einer lindernden Salbe suchte, wurde ihm noch Gift hinzugefügt. Da ich auf dieser Seite auch nichts Gutes sah, schaute ich nach dem, was vor mir lag, und richtete meine Blicke dahin. Ich sah, das Tor des Grabes stand offen, mitten auf meinem Weg. Mit geöffnetem Maul erwartete es mich. Hinter ihm verlief eine Straße, die in Richtung Ewigkeit führte. Und die Scharen, die auf dieser Straße hingen, traten schon von weitem in mein Blickfeld. Das heißt, Bediüsemann Zeitnussi versucht hier eben diese Finsternisse, diese 4, 5 Finsternisse des Altseins, durch verschiedene Sachen zu vergessen oder zu verarbeiten. Er schaut zum Beispiel nach rechts, also in die Vergangenheit, und sieht, dass seine ganzen Großväter und seine Väter alle gestorben sind. Er schaut in die Zukunft, also nach links, und sieht, dass es dort nur das Grab ist, das auf ihn wartet. Er schaut nach vorne, sieht nur seinen Sarg, der ihn zur Ewigkeit trägt, und hinten sieht er auch nur die Vergangenheit, die auch schon tot ist. Und die Gegenwart bezeichnet er hier als Saat, die nur einen halbtoten Mann mit sich trägt. Gegen diese Schrecken, die aus 6 verschiedenen Richtungen kamen, hatte ich nichts anderes außer dem Bruchteil einer persönlichen Entscheidungsfreiheit, die mir als ein Stützpunkt und Waffe zur Verteidigung dienen sollte. Diese persönliche Entscheidungsfreiheit, welche gegen zahllose Feinde und unzählbare, schädliche Dinge die einzige Waffe des Menschen ist, ist mangelhaft, unzureichend, schwach und kann nichts zustande bringen. Sie kann einzig nur der Akzeptanz dienen. Weder vermag sie in die Vergangenheit zurückzugehen, sodass sie die Trauer, die mir aus ihr entstand, beenden könnte, noch in die Zukunft vorauszugehen, sodass sie die Ängste, die aus ihr erwuchsen, hindern könnte. Ich sah, dass sie meinen Hoffnungen und Schmerzen bezüglich dem, was vergangen ist und was noch kommen wird, nichts nutzte. Als ich noch in der Furcht, Verlassenheit, Finsternis und Verzweiflung, die aus diesen 6 Richtungen kamen, zappelte, eilten mir die Glaubenslichter, die am Himmel des Koran, dessen Verkündigung ein Wunder ist, leuchteten, zur Hilfe. Sie erleuchteten diese 6 Seiten so sehr und füllten sie so mit Licht, dass, auch wenn sich jene Schrecken und Finsternisse 100-fach verstärkt hätten, dieses Licht dennoch gegen sie überreichlich wäre. Es verwandelte alle diese Schrecken einen nach dem anderen in Trost, und diese Einöden eine nach der anderen in Vertrautheit. Es ist dies wie folgt. Der Glaube zerreißt diese fürchterliche Gestalt eines großen Grabmales der Vergangenheit, der vergangenen Zeit, und zeigt mir mit augenscheinlicher, sogar wahrhaftiger Gewissheit, dass sie eine vertraute, erleuchtete Versammlung und ein Zusammentreffen der Freunde ist. Und der Glaube zeigt mit wissenschaftlicher Gewissheit die Zukunft, die durch gottvergessene Betrachtung in der Gestalt eines großen Grabmals erscheint, in der Gestalt einer liebenswerten Versammlung bei dem Gastmahl des Erbarmers in den Palästen der Glückseligkeit. Und der Glaube zerbricht die Gestalt der gegenwärtigen Zeit, die in gottvergessener Betrachtung wie ein Sarg aussieht, und auch die Gestalt dieses gegenwärtigen Tages und lässt diesen Tag sichtbar vor Augen die Gestalt eines Geschäftes annehmen, eines Handelsabkommens für das Jenseits, eines prächtigen Gästehauses des Erbarmers. Und der Glaube zeigt mit wissenschaftlicher Gewissheit, dass die einzige Frucht, die der Baum des Lebens trägt, nicht eine Leiche ist, wie es sie an gottvergessener Betrachtungsweise erscheint, sondern dass mein Geist, der das ewige Leben in sich trägt und ein Anwärter für die ewige Glückseligkeit ist, sein zerfallendes Nest verlässt, um zu den Sternen zu reisen. Und der Glaube zeigt mir in dem Geheimnis des Glaubens, dass die Erde, zu der meine Knochen geworden sind, und die Erde, aus der sie erschaffen wurden, keine bedeutungslosen, vermoderten Gebeine sind, die man mit Füßen tritt, sondern dass diese Erde das Tor der Barmherzigkeit und ein Vorhang vor dem Saal des Paradieses ist. Wenn man diese beiden Blickwinkel auf diese Tatsachen mal vergleicht, dann hat das eine mit dem anderen, also ist eigentlich ziemlich gegensätzlich. Das heißt, er schaut ja erst einmal nach rechts, also in die vergangene Zeit, und merkt, dass es einfach nur ein Grab für seine Väter und seine Vorväter ist. Aber mit dem Licht des Glaubens sagt er, dass dieses große Grabmal kein Grabmal ist, sondern eine vertraute, erleuchtete Versammlung und ein Zusammentreffen der Freunde. Er sagt im ersten Teil, dass der Blick nach links ihm Angst eingeflößt hat, weil es einfach die Zukunft ist, die ungewiss ist, und als Frucht nur seinen eigenen Tod beinhaltet. Aber mit dem Blick des Glaubens, mit dem erleuchteten Blick des Glaubens, sagt er, dass dieses große Grabmal nicht ein Grabmal ist, sondern einfach nur die Gestalt einer liebenswerten Versammlung bei dem Gastmahl des Erbarmers in den Palästen der Glückseligkeit.
Wenn man diese Punkte jetzt alle einzeln vergleichen würde, dann würde man sehen, dass es nur dieser Glaube ist, der den Menschen sozusagen die Angst vor der Zukunft, aber auch die Trauer und den Schmerz von der Vergangenheit nehmen kann. Deshalb hat hier ja auch gesagt, dass er alleine gegen diese ganzen Schrecken nur seine einzige persönliche Entscheidungsfreiheit hat. Und mit der hat er nur die Möglichkeit, entweder die Vergangenheit abzuschalten, das heißt nicht an sie zu denken, oder bezüglich der Zukunft einfach die Zukunft zu akzeptieren, so wie es sich auf sich kommt. Und bezüglich der Zukunft schenkt ihm diese persönliche Entscheidungsfreiheit keinen Trost. Das heißt, er akzeptiert zwar das, was auf ihn zukommt, aber es tröstet ihn einfach nicht. Des Weiteren wollen wir noch ein paar persönliche Vorteile für den Menschen, also nicht nur für den Menschen, sondern auch für andere Geschöpfe, wie die Tiere oder die Erde an sich, aufzählen. Und das beschreibt Bediüzzaman Zeitnussi im 29. Brief, und zwar in der 5. Abhandlung, und zwar auf Seite 761. Dort sagt er: Ich erlebte da einmal in meinem Herzen eine visionäre Schau, die mich zu der Überzeugung brachte, dass, wie in dem berühmten Bittgebet von Uwais al-Qarani, alle lebenden Wesen Gott dem Gerechten das gleiche Bittgebet darbringen und dass das, was jede der 18.000 Welten erleuchtet, jeweils ein Name Gottes ist. Es ist dies wie folgt: Ich sah, dass in dieser Welt Tausende von Welten in Schleier um Schleier gehüllt sind, einer wiederum in einer anderen, wie die zahlreichen Blütenblätter in einer Rosenknospe. Jedes Mal, wenn ein Schleier sich mir öffnete, sah ich wieder eine andere Welt. Es war so, wie es in der Aya heißt, die der Licht-Aya folgt. فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Das bedeutet übersetzt ungefähr: Oder er gleicht den Finsternissen in der Tiefe des Meeres, überdeckt von Wogen über Wogen und über ihn eine Wolke. Finsternisse eine über der anderen. Wenn einer seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen, und der, dem Gott kein Licht gibt, für den gibt es nichts von dem Licht. Sure 24, Ayat 40. Mir erschien diese Welt in Finsternis und Einöde und im Dunkel der Furcht. Plötzlich zeigte sich mir die Erscheinung eines göttlichen Namens wie ein gewaltiges Licht und erleuchtete sie. Welcher Vorhang auch immer vor meinem Geist zurückgeschlagen wurde, in meiner Imagination erschien wiederum eine andere Welt. Doch weil sie den Gottvergessenen als eine dunkle Welt erschien, leuchtete ein Name Gottes auf wie die Sonne und erfüllte diese Welt von oben bis unten mit Licht und so weiter. Diese Reise des Herzens und Fahrt in meiner Imagination setzte sich noch lange fort. Kurz gesagt, jetzt gibt er verschiedene Einblicke auf die verschiedenen Welten, also auf die Tierwelt, auf die Menschenwelt oder auf die Erde allgemein. Als ich die Welt der Tiere erblickte, zeigte sich mir die grenzenlose Bedürftigkeit und der so große Hunger der Tiere, zugleich mit ihrer Schwäche und Hilflosigkeit als eine besonders finstere und leidvolle Welt. Plötzlich ging der Name des Erbarmers, einer strahlenden Sonne gleich über dem Sternzeichen, das heißt in der Bedeutung des Versorgers, auf und vergoldete diese Welt von oben bis unten mit dem Lichte des Erbarmens. Danach sah ich innerhalb der Welt der Tiere noch eine andere düstere Welt, in der ihre schwach, hilflos und bedürftig darin zappelnden Nachkommen und ihre Jungtiere mit ihrem Schmerz jeden zu bedauern und Mitgefühl bewegen. Plötzlich ging der Name Barmherziger über dem Sternbild der Liebe auf. Da verwandelte sich diese so bittere Welt auf eine so schöne und liebliche Weise in eine freundliche Welt, wurde von Licht überstrahlt und die Tränen meiner Klage, Bitternis und Trauer wurden in Freudentränen voller Begeisterung und Dankbarkeit verwandelt. Danach öffnete sich mir wie eine Kinoleinwand ein weiterer Vorhang und die Welt der Menschen zeigte sich mir. Diese Welt war so finster und schrecklich, dass ich vor Schreck aufschrie. O weh, rief ich, denn ich sah, dass die Wünsche und Hoffnungen der Menschen auf eine Ewigkeit hin ausgerichtet sind, dass ihre Vorstellungen und Gedanken das ganze Weltall umfassen und wie sehr ihre Strebungen und natürlichen Antriebe das ewig Bleibende und die ewige Glückseligkeit des Paradieses ersehen. Seine natürlichen Fähigkeiten kennen keine Grenze und können sich frei entfalten. Doch trotz aller auf ungezählte Ziele gerichteten Bedürfnisse,
aller Schwäche und Hilflosigkeit sind die zahllosen Unglücksfällen und Leiden ausgesetzt. Von Feinden verfolgt ist ihr Leben außerordentlich kurz. Sie leben ein verwirrendes und hektisches Leben mit ungesichertem Unterhalt. Sie leiden in ihrem Herzen und mit allen Sinnen ständig unter den Übeln des Abschieds und der Vergänglichkeit, verbunden mit einem Höchstmaß an Leid und Angst. Denn das Leben der Gottvergessenen läuft auf Grab und Friedhof hinaus, was ihnen wie die Pforte zu ewiger Finsternis erscheint. Sie wurden, einer nach dem anderen, scharenweise in diese finstere Grube hinuntergeworfen. Doch siehe, in diesem Augenblick, da ich diese Welt der Menschen in dieser Finsternis geschaut hatte, Herz, Sinn, Verstand und alle meine menschlichen Sinne, ja, jede Faser meines Körpers aufschreien wollte und zu weinen begann, ging plötzlich der Name Gottes, des Wahrhaftigen und Gerechten, über dem Sternbild der Weisheit, der Name des Erbarmers über dem Sternbild der Freigebigkeit, der Name des Barmherzigen über dem Sternbild der Verzeihung, der Name des Verlebendigers über dem Sternbild des Nachlassverwalters, der Name des Lebensspenders über dem Sternbild des Wohltäters, der Name des Herrn über dem Sternbild des Eigentümers auf, und jeder einzelne Name erstrahlte, wobei hier jedes Sternbild die Bedeutung des Namens angibt. Die Menschenwelt insgesamt, wie sie so viele Welten in sich enthält, wurde plötzlich beleuchtet. Die Fenster zur jenseitigen lichtvollen Welt taten sich auf und die finstere Welt des Menschen wurde von Licht übergossen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, wenn er zum Beispiel in Kriegsländern, in den Krieg geführt wird, Kinder gesehen hat, die gelitten haben. Da hat jeder Mensch einfach eine automatische Reaktion, dass er anfängt zu trauern. Wie kann man sich denn diesen Schmerz, den dieses Kind durch diesen Krieg hat, einfach nur erklären? Das geht überhaupt nicht. Dieses Mitleid und die Barmherzigkeit, die lässt sich einfach nicht einstellen. Wenn man nicht an eine Gottheit glaubt und daran glaubt, dass all diese Sachen nur aus Zufall und aus Boshaftigkeit des Menschen entstanden sind, dann kann man daraus auch keinen Trost haben. Aber wenn man weiß, dass zum Beispiel dieses Kind, das da vielleicht stirbt, in Allahs Reihen so einen großen Stand hat, dass wir da überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, hinzukommen, dass dieses Kind nach dem Tod ein viel schöneres Leben haben wird. Wenn man an so etwas nicht denken kann, wie kann man sich dann überhaupt trösten? Wie kann man sich an solchen Situationen überhaupt Trost spenden? Danach wurde ein weiterer, gewaltig großer Vorhang geöffnet und die Welt hier auf diesem Erdenrund zeigte sich. Die dunklen Gesetze der materialistischen Wissenschaft und ihrer Philosophie malte vor meinem geistigen Auge eine furchtbare Welt. Mit einer Bewegung, 70 Mal schneller als eine Kanonenkugel, durcheilt eine armselige Menschheit auf dieser unserer uralten und hochbetagten Erde, die zu jeder Zeit von Unruhen geschüttelt und von inneren Beben erschüttert wird, den unendlichen leeren Raum mit einer Ausdehnung von 25.000 Jahren in einem einzigen Jahr. Ein Zustand furchterregender Verlassenheit in dieser Finsternis tauchte vor mir auf. Der Kopf drehte sich mir und vor meinen Augen wurde es schwarz. Die Namen des Schöpfers, Himmels und der Erden, Allmächtiger, Allweiser, Herr, Gott, Herr der Himmel und der Erden, Dienstherr über Sonne und Mond, gingen auf über dem Sternbild des Erbarmers, des Gewaltigen, dem Zeichen seiner göttlichen Herrschaft. Sie erleuchteten diese Welt so, dass die Erde mir vor dem Auge meines Glaubens wie ein Schiff erschien, das in schönster Ordnung und bestem Zustand für eine sichere Reise ausgestattet ist, beladen mit Proviant für jeden Einzelnen, vorbereitet für einen Ausflug, für Handel und Erholung. So, das war es dann soweit erstmal. Was ich letztendlich noch einmal hinzufügen wollen würde, wäre, wenn man sich mal persönlich so versucht, einen Blickwinkel auf eine gottvergessene Lebensweise zu spenden. Da sieht man ja, was haben dann Krankheiten und Tode eigentlich für einen Sinn. Sie beeinträchtigen mich einfach nur, sozusagen mein Leben zu genießen. Man lebt sowieso nur 60, 70 Jahre auf dieser Erde und dann wird man ständig krank oder wird ständig von Ereignissen erschüttert, die einem Trauer bereiten. Also diese ganzen Sachen hätten letztendlich dann keinen Sinn. Aber wenn man erst einmal diesen lichtvollen Glauben angenommen hat, den Gott einem schenkt, dann merkt man, dass Krankheiten im besten Fall ein Ausgleich für die Sünden sind. Oder wenn man eben rein ist, dass die Krankheiten dazu dienen, den Stand des Menschen, also die Stufe des Menschen zu erhöhen. Und der Tod ist letztendlich auch kein Abschied und kein Verlassen der Freunde, sondern einfach nur ein Weg, um dieses Gefühl von Ewigkeit erfüllen zu können. Das heißt, der Tod ist einfach nur ein Tor,
das uns in die Ewigkeit führt und ins Paradies und zu all den verstorbenen Verwandten und Freunden. Ja, falls ihr sonst keine Fragen oder habt oder irgendwas hinzuzufügen, dann war's das. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة